Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Let's Show oder angespielt oder weiß der Geier. Wir spielen einfach mal die Demo-Version von Dragon Quest Builders. Die ist seit gestern im eShop erhältlich. Und ich dachte mir, ich probiere es einfach mal aus, weil es so ein wenig wie Minecraft aussieht. Und ich ja schon Minecraft auf dem Kanal Let's Play habe. Gucken wir erstmal ganz kurz in die Spieleinstellungen. Nach oben und unten kann man gucken. Kamerabewegung normal. Umrissanzeige an. Vibrationsfunktion an. Musik. Soundeffekte. Textanzeige Tempo. Die machen wir mal hoch. Standardeinstellung verlassen. Ja, bin ich. Und was haben wir noch? Charakter anpassen geht nicht. Also, Kentlin. Dieses aus Ebenen und Hochplateaus bestehende Gebiet im Süden Alefgards beheimatete einst eine eindrucksvoll befestigte Stadt. Ja, Dragon Quest Builders, Zeit deinen Charakter zu erstellen. Ja, männlich. Das sind ja sehr große Einstellungsmöglichkeiten. Haut. Machen wir hier. Augen. Ja, hier, zack. Fertig. Und wir nennen uns, ich hoffe, die Buchstaben reichen, Andy Smile. Ja, ist halt vergleichbar mit Minecraft, nur dass wohl ein bisschen Story enthalten ist. Oh, jetzt kann ich nicht mal mehr meinen YouTube-Namen schreiben. Nein! Es passt nicht. Okay, dann nennen wir uns nur Andy. Zack. Ja, bin ich. Probieren wir es einfach mal aus. Wie gesagt, ist nur die Demo-Version und ja, mal ausprobieren. Mal schauen. Noch nie Dragon Quest gespielt, ey. Also hat dich dein Weg endlich zu mir geführt. Ich bin der Drachenfürst, der Herrscher aller Herrscher, der diese Welt regiert. Lang harrte ich und wartete auf diese Stunde. Komm, reich mir nun die Hand zum Bunde. Wenn du dies tust, dann soll die Hälfte dieser Welt dein eigen sein. Und was gebe ich ihm dafür? Ich biete dir die Hälfte dieser Welt an und du sagst nein? Wie verwegen. Willst du es dir nicht überlegen? Nur wenige würden es wagen, solch ein Angebot auszuschlagen. Na, richtiger Dichter hier. Was ist da los? Andy, endlich habe ich dich gefunden. Eine einzige törichte Entscheidung hat dieses geheiligte Land in die Finsternis gestürzt. Unter düsteren Himmel kriechen meine Kinder wie niederes Gewürm über die Erde und warten machtlos auf ihre Vernichtung. Nur die Macht, die du bürgst, kann diese Welt aus Ruinen wieder erstehen lassen. Erhebe dich, mein Kind. Dein Schicksal wartet. Das ist also der Aufhänger der Story. Wir sollen die Welt neu aufbauen. Okay. Andy, mein Kind. Endlich bist du aufgewacht. Erinnerst du dich daran, wer du bist? Weißt du noch, was du bist? Anscheinend ja nicht. Ich verstehe. Du kannst dich also an nichts erinnern. Einerlei. Vielleicht ist es sogar besser so. Dein Körper ist bestimmt noch schwach nach deinem langen Schlummer. Steh auf, mein Kind, und strecke deine müden Glieder. Bewegung, Bewegung, mit dem linken Stick kannst du dich bewegen. Drücke B, um zu springen, vertritte dir doch mal die Beine.
Okay. Normale Steuerung. Links bewegen, rechts Kamera drehen, B springen. Das ist eine Erleichterung. Du bist wohl auf. Du kannst deine Rolle erfüllen. Andy, mein Kind. Ich habe dich geweckt, damit du eine wichtige Mission ausziehen kannst. Nee, damit du auf eine wichtige Mission ausziehen kannst. Eine Mission, von der vielleicht das Schicksal der ganzen Welt abhängt. Wie bitte? Freilich bist du noch nicht ganz bei Kräften. Aber das Schicksal der Welt ist doch nun wirklich wichtiger als... Herrje, mein armes Kind, es ist wahr, dein Leben hängt am seidenen Faden. Anscheinend hat dein langer Schlaf dich all deiner Kräften beraubt. Hier, mein Kind, nimm diese weißen Blütenblätter, sie werden deinen Lebensgeist erwecken. Ja. Gut, gucken wir erstmal hier. Ah, okay, groß, mittel, klein. Kann man die Kameraperspektive, Kamera zurücksetzen? Hochgucken, runtergucken. Na, das scheint ja hier nicht schön, nicht sehr einladend zu sein. Oder es wirkt hier nicht sehr einladend. Da komme ich noch nicht hoch. Aber alles wie in Minecraft auf Blöcken aufgebaut. Okay. Gut. Andy, du wurdest mit einer besonderen Gabe gesegnet. Der Fähigkeit, einfache Materialien zu kombinieren und daraus neue Gegenstände zu bauen. Du kannst auf diesem Baumstumpf arbeiten. Bereite aus diesen weißen Blütenblättern, die du gesammelt hast, etwas Heilsalbe zu. Lass uns etwas bauen. Mit den Materialien, die du einsammelst, kannst du neue Gegenstände fertigen. Benutze die nahegelegene Werkbank dazu, etwas Heilsalbe herzustellen. Okay, bauen. Heilsalbe, bauen. Wunderbar, du hast dein erstes Werk vollbracht. Andy, mein Kind, du verfügst über eine Gabe, die in dieser Welt einzigartig ist, die Macht, neue Dinge aus einfachen Materialien zu fertigen. Versorge deine Wunden nun mit der Heilsalbe, die du hergestellt hast. Drücke X, um Werkzeuge und Gegenstände zu verwenden. Gegenstände benutzen. Du kannst Gegenstände benutzen, indem du sie mit das und das auswählst und dann X drückst. Benutze die angefertigte Heilsalbe, um dein Let's Play wiederherzustellen. Nein, deine Lebenspunkte. hier, benutzen. 15. Okay, mit Lebenspunkten. Geht es dir jetzt besser? Deine Wangen sind schon wieder ganz rosig. Schön. Du hast diese Heilsalbe mit deiner eigenen, mit deinen eigenen zwei Händen hergestellt. Und ich dachte, ich hätte drei Hände. Doch die Männer und Frauen, die in dieser Welt leben, haben diese schöpferische Kraft verloren. Andy, mein Kind, auf deinen jugendlichen Schultern lastet eine heilige Pflicht. Du musst. Erstmal. Nun ja. Natürlich möchtest du von hier fortgehen, aber erst einmal musst du doch lernen, wie. So ist es. Ich werde dir zeigen, wie du einen Weg aus dieser Gruft bauen kannst. Nimm zuerst diesen abgebrochenen Ast an dich. Ja. Gut gemacht, Andy. In diesem bescheidenen, abgebrochenen... Nee. Ast schlummert ein Zypressenstock, die einfachste aller Waffen. Kehre zum Baumstumpf zurück und fertige darauf einen Zypressenstock. Okay. Bauen.
Glückwunsch, mein Kind. Du hast deine erste Waffe hergestellt. Einst schuf die Menschheit sich Werkzeug und errichtete damit eine blühende Zivilisation. Und wie alle großen Zivilisationen bauten auch sie Waffen. Doch jetzt bist nur du in der Lage dazu, solche Dinge anzufertigen. Andi, mein Kind. Dir wurde eine göttliche Mission anvertraut. Du musst aufhören, ständig dich wieder zu wiederholen. Hier steht ständig Andi, mein Kind. Andi, mein Kind. Mein Kind. Sehe ich aus wie ein Kind? So ein bisschen. Ich kann mir gut vorstellen, dass du dich draußen in der Welt umsehen möchtest. Aber meinst du nicht, du solltest lernen zu... So, Elias. Um einen Weg nach draußen zu bauen, musst du zuerst die Waffe anlegen, die du hergestellt hast. Drücke A, um das Hauptmenü zu öffnen, und nimm den Zypressenstock in die Hand. Ausrüstung anlegen. Waffen und Rüstung sind nur dann von Nutzen, wenn man sie auch anlegt. Drücke A, um das Hauptmenü zu öffnen, und wähle Ausrüstung, um Gegenstände aus dem Beutel anzulegen. Ausrüstung. So, ausrüsten. Gut gemacht. Waffen, die nicht nur zum Kampf gegen Monster. Du kannst damit auch Materialien sammeln. Nur du allein besitzt die Macht, Gegenstände zu zerlegen, bis nur noch ihre einfachen Bestandteile übrig sind. Seit diese Welt in Finsternis gestürzt wurde und die Menschheit oder die Menschen diese Gabe verloren haben, warten sie auf die Ankunft desjenigen, der die schöpferische Kraft besitzt. Andi, mein Kind. Die Träume und Hoffnungen und Schicksale der Bewohner dieser Welt lasten auf deinen Schultern. Wenn dieses Land jemals wieder das Licht erblicken soll, musst du deine heilige Pflicht erfüllen und... Andi, du bist doch nicht etwa eingeschlafen, oder? Wie geil. Oder etwa doch? Nein, ich bin hellwach. Seufz. Vielleicht unterhalten wir uns lieber draußen weiter. Um einen Weg nach draußen zu bauen, musst du die Erde in der Nähe aufbrechen und einsammeln. Materialien sammeln. Drücke Y, um Objekte zu zerstören und sie so in Materialien zu verwandeln, die du aufheben kannst. Zerschmettere die Erde um dich herum und sammle 10 Erdblöcke. Okay. Was mit den Steinen da? Okay, gut gemacht, Andi. Das sollte genügen. Drücke X, um die Erdblöcke vor dir auf den Boden abzulegen. Ich habe eine Stelle für dich rot markiert. Platziere dort einen Erdblock, um eine Treppe zu bauen, und steige aus dem Grab heraus. Blöcke positionieren. Drücke die Pfeiltasten, um einen Block auszuwählen, und drücke dann X, um ihn vor dir abzusetzen. Platziere Erdblöcke innerhalb der roten Markierung, um eine Treppe zu bauen. Okay. Toll, die kann ich natürlich nicht abbauen. Kann ich denn mit Erde was bauen? Okay, auch wenn da Gras rübergewachsen ist. Aha. Schade, mit Stein kann ich leider nichts machen anscheinend. Schön, die kann ich für ein bisschen Heilmittel abbauen. Sehr gut. Aber ich glaube, wir brauchen wahrscheinlich eine bessere Waffe, um die stärkeren Blöcke abbauen zu können. Untersuchen. Unterhalb der Wandfesseln hat jemand eine Nachricht in die Wand gekratzt.
Doch die Steine sind so stark verwittert, dass die Schrift nicht mehr lesbar ist. Okay. Und nicht mal Knochen kann ich fahren. Geht's hier noch? Untersuchen. Auf dem Grabstein steht etwas geschrieben. Doch er ist so alt und verwittert, dass die Inschrift unleserlich geworden ist. Das ist ja sehr schön, dass hier so viel geschrieben steht und man nichts davon lesen kann. Das freut mich außerordentlich. Oh. Okay. Gut. So ist das, Alter. Kann ich die Treppe? Oh, cool. Aua. Achtung, Absturzgefahr. Fällst du aus großer Höhe, nimmst du Schaden, wenn du unten aufschlägst. Deshalb solltest du beim Abstieg von Geländeerhebung Vorsicht walten lassen. Okay, aus der Höhe kriegt man schon Schaden. Das ist ja nicht so dolle. Sehr schön. Viermal die Treppe. Vielleicht brauchen wir die Treppe noch. Hauptsache alles mitnehmen. Bis jetzt auf jeden Fall ganz interessant. Man wird ein bisschen mehr an die Hand genommen, als wie zum Beispiel in Minecraft. Da ja, startet das einfach und man kann darauf losbauen. Gut gemacht, Andy. Du hast einen Weg nach draußen gefunden. Vor dir erstreckt sich die Welt Alefgard. Das Licht ist vor langer Zeit aus diesem Land gewichen und nun herrscht hier ewige Finsternis. Die Menschen, die in diesem düsteren Reich wohnen, besaßen einst Kreativität, bis sie ihnen entrissen wurde. Ohne sie zerfiel ihre Zivilisation zu Staub. Andy, mein Kind, dir wurde eine bedeutsame Mission anvertraut. Nur mit Hilfe der Macht, über die du verfügst, Kreativität, kann diese Welt neu erbaut werden, damit die Menschen von Alefgard sich wieder erheben können. Wie bitte? Was soll das heißen? Das kapierst du nicht. Verzeih mir, mein Kind, nachdem du so lange geschlafen hast, muss all dies ein großer Schock für dich sein. Ich werde es einfacher formulieren. Nutze die Kreativität, die in dir steckt, und baue diese Welt nach eigenen Gutdünken wieder auf. Bestimmt wirst du dabei auch deine Pflicht erfüllen. Darüber hinaus wirst du der Tragödie, die sich in dieser Welt abgespielt hat, bald gewahr werden. Wie auch deiner Rolle bei ihrer Errettung. Ich bin Rubis, der Geist des Landes. Geh nun, mein Kind, und wisse, dass ich immer über dich wachen werde. Ach, und Andy, es gibt noch eine Sache, die du wissen musst. Du bist kein Held. Vor allem anderen musst du immer daran denken. Woran denn? Kentnen Emin. Das verheerte Flachland. Sieht ja sehr interessant aus hier. Lol. Ist ja cool. Das Land, das vor dir liegt, trug einst den Namen Cantlin. Vor langer, langer Zeit stand hier eine lebendige Stadt, die auf allen Seiten von festen Mauern umgeben war. Doch sie wurde durch die schonungslosen Angriffe der Monster völlig zerstört. Von ihrer einstigen Pracht ist kaum ein Zeugnis geblieben. Andy, mein Kind, du musst die Macht einsetzen, die in dir steckt, um die Stadt Cantlin wieder in altem Glanz erstrahlen zu lassen. Dies wird der erste Schritt bei deiner Mission sein, Alefgard wieder aufzubauen. Damit dir dies gelingt, will ich dir etwas schenken.
oder was? Nimm dieses Banner der Hoffnung und begib dich zu dem Licht, das du vor dir siehst. Selbst als die Finsternis sie von allen Seiten umzingelt hatte, ließen die Männer und Frauen von Kentlin diese Flagge bis zum bitteren Ende wehen. Er richtet dieses Banner erneut in diesem Land, auf das sein strahlendes Licht zum Symbol für Kentlins Wiederaufbau werde. Geh nun, eile zu der Lichtsäule. Andy erhält das Banner der Hoffnung. Cool. So, und jetzt können wir anscheinend ein wenig frei herumlaufen. Hoffe ich doch. Aber bis jetzt können wir halt nur Erde abbauen anscheinend. Das sieht ja schon nice aus hier. Was haben wir denn da zum Beispiel? Halmkraut. Okay, den Baum kann ich nicht fällen. Schade. Und Steine kann ich auch noch nicht platt machen. Ah, die Welt ist anscheinend begrenzt. Und was ist das für ein Leuchten, ne? Aua. Echt aus der Höhe schon Schaden? Oh mein Gott. Nein. Okay, wir können nicht schwimmen. Das war jetzt rein testhalber. Komm, bleib hier. Jetzt rennt er vor mir weg, oder was? Chimärenfeder. Chimärenflügel. Besonderes. Ein festgeschnürter Fächer aus Flattenfedern befördert dich augenblicklich zurück zu deiner Siedlung. Also ganz ehrlich, wenn ich hier so den Grafikstil sehe, dann werde ich vielleicht auch Dragon Quest. Ich weiß gar nicht, welcher Teil das nächste Dragon Quest ist. 10? 11? Ich weiß es nicht mehr. Alter! Ui. Muss mal kurz. Ah, Ausrüstung? Gegenstände. Okay. Bleib hier! Hier. Bauen. Sehr gut. Ich will nämlich schnell eine Heilsalbe bauen. Und eine Fackel können wir auch bauen. Aus was denn? Aus was können wir denn Fackeln bauen? Lichtquellen. Egal, halt nochmal eine Heilsalbe. Moment, können wir mehrere einsetzen? So viele wie möglich bauen. Ja. Cool. Und aus abgebrochenen Ästen kann man Fackeln herstellen. Schön. Lagerfeuer. Ich kann nur in einem richtigen Raum schlafen. Aha. Was ist denn? Was bedeutet denn richtiger Raum? Muss ich höher bauen, oder?
Ist ja ein bisschen doof. Komm. Also. Hallo? Also man muss hier schon gucken, dass man... Es interessiert mich jetzt, ob das funktioniert, deswegen. Okay. So. Und jetzt im Endeffekt... Das wollte ich eigentlich nicht. Ist zwar jetzt hier nur ein Provisorium, aber... Oh. Oh. Richtiger Raum. Für mich auch richtiger Raum. Ich weiß überhaupt nicht, meine... Nein! Ey, spinnt der? Schießt der einfach auf mich. Na komm schon. So. Nein. Jetzt toll. Hier weg. Aua. Alter. Verreckt. Geil. Oh. So, und wo lande ich jetzt? Nachdem ich gestorben bin? Deine Stunde hat noch nicht geschlagen. Das, was du verloren hast, lässt sich an dem Ort, an dem du gefallen bist, noch bergen. Komm, mein Kind, erhebe dich. Er wacht wieder zum Leben. Schön. Also kann ich wieder hier rausspringen? So, ich muss da hinten lang. Schnellster Weg. Aber interessant, dass... Die Gegner sind auf jeden Fall interessanter als in Minecraft. Bis jetzt. Oh. Dein Ernst? Aua. Kreativ. Hä, wo ist denn jetzt die Hütte? Ist sie da? Oder bin ich jetzt einfach in eine ganz andere Richtung? Lol, ich glaube, ich bin einfach in einer Richtung. Na toll. Vor allen Dingen, ich habe meine Items doch alle wieder. Was haben die denn? Ach, hier.
Ich habe nur ein paar Items verloren, nicht alles. Komm schon. Ich muss doch... So. 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 So, theoretisch. Müsste das jetzt... Was? Okay, verstehe ich nicht. Nehme ich mit. Egal. Tür habe ich auch. Weg. Und eine Werkbank habe ich jetzt auch. Beziehungsweise einen Baumstumpf. Das war jetzt ganz umsonst. Uah, erwischt. Nichts ist für die Ewigkeit. Waffen und Rüstung nutzen sich mit der Zeit ab und zerbrechen irgendwann. Stell deshalb für den Fall der Fälle sicher, dass du immer Ersatz dabei hast. Okay, dann muss ich mir ja noch Stock besorgen. Ah, hier. Okay, dann muss ich ja... Moment. Den Baumstumpf hier kurz hinpacken. Dann einen neuen Zypressenstock. Okay, und dann kann ich... den Baumstumpf wieder abbauen. Einwandfrei. Oh, Beutel voll. Gut. Dann, ja, machen wir mal hier ein kleines Bäuschen. Und hier. Na. So. Also, wie gesagt, das Spiel erinnert sehr an Minecraft. Und, ja, vielleicht... Ich weiß jetzt nicht, inwiefern da eine Story hinter ist. Also... Das Intro hat sich schon sehr nach Story angefühlt, auch wenn es sehr viel Text war und weniger Charakter, aber mal schauen. Wenn ihr Bock auf ein Let's Play zu dem Spiel habt, dann schreibt es doch mal in die Kommentare. Das Spiel kostet 45 bis 50 Euro. Ich weiß nicht, ob ich das da rein investieren will. Aber ich probiere auf jeden Fall die Demo noch weiterhin aus. Und ja, ich mache jetzt auch gleich die nächste Folge fertig. Gut, danke fürs Zuschauen. Und wir sehen uns im nächsten Part. Ciao.